und herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. In der letzten Woche ging es um den 20-Meter-Schlag. Heute beginnen wir mit dem 40-Meter-Schlag. Ihr habt nun euer Sandeisen in der Hand und nehmt jetzt mal die Energiequellen, mit der wir letzte Woche gespielt haben. Das heißt, der Oberkörper rotiert und der Oberkörper rotiert auch wieder zurück. Und jetzt stellt ihr fest, naja, die 40 Meter schaffe ich nicht mehr. Bei mir waren es jetzt 30. Also muss eine neue Energiequelle her. Das heißt, jetzt nehmen wir den rechten Arm dazu. Der Oberkörper dreht bitte genauso weiter, wie ihr es auch beim 20-Meter-Schlag gemacht habt. Nur jetzt geht ihr hin und nehmt den rechten Arm als Energiequelle dazu, um den Ball weiterzuschlagen. Also, ich hole jetzt gefühlt über meinen rechten Arm aus und ich schlage auch gefühlt über meinen rechten Arm wieder zu. Und ihr seht, der Ball hat jetzt seine 40 Meter erreicht und ist auch gerade geblieben und durch das Tor gegangen. In dieser Woche ist das 40-Meter-Tor 4 Meter breit. Also, ihr habt wieder eure Ansprechposition und ihr spürt, wie euer rechter Arm zu der Oberkörperrotation ausholt, wie der Oberkörper zurückdreht und noch hier, wie muss ich mich rotieren, wie muss mein Arm sich bewegen, dass der Schläger unten ankommt. Nehmt also nur euren rechten Arm wahr und ich schlage zu und Ball ist kerzengerade geblieben. Habt ihr das wieder mit 10 Bällen gespielt, geht wieder hin, wechselt den Schläger. Bei mir ist es jetzt das Pitching Wedge. Jetzt könntet ihr zum Beispiel ausprobieren, ich fange an, nur mit Oberkörper und nur mit ohne Arme und spiele jetzt mal nur die Oberkörperrotation, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Und ich stelle fest, die 40 Meter reichen mit dem Pitching Wedge. Ich brauche hier noch gar keinen Arm. Ich kann meine Oberkörperrotation spielen. Also ich spiele nochmal meinen Oberkörper. Ich rotiere nach rechts und nach links. Brauche überhaupt keinen rechten Arm. Mein Ball ist gerade geblieben und hat das Tor getroffen. Ihr könntet jetzt mal hingehen und versuchen, den rechten Arm jetzt mit einzusetzen hier. Und ihr stellt jetzt fest, der ist viel zu lang. Also der ist schon bei 60, 70 Meter, wenn ich meinen Arm mit einsetze. So, nun gehen wir an das Achtereisen. Und auch hier könntet ihr jetzt sagen, ich spiele nur Oberkörperrotation und Arm und schaue, wie sich das dann auf meinen Ballflug und auf das Ziel ausrichtet. Und auch hier ohne Probleme die 40 Meter gespielt. Ich brauche keinen Arm einzusetzen, um das 40-Meter-Tor zu treffen. Also nochmal die Ansprechposition. Mein Oberkörper dreht nach rechts, mein Oberkörper dreht nach links und es ist nur Kontrolle da für die Schlagfläche. Perfekt, Ball ist gerade ausgegangen. Also, heute bei den 40 Metern habt ihr festgestellt, wenn ihr das Sandeisen spielt, muss der rechte Arm dazu. Ihr schafft es nicht mehr, die Distanz ohne die Energie des Arms zu spielen. Beim Achtereisen und beim Pitching Wedge habt ihr festgestellt, ihr braucht noch gar nicht den Arm. Wenn ihr ihn braucht, setzt ihn ein. Wenn der Oberkörper nicht reicht, bei mir hat es gereicht. Das Achtereisen genauso. Versucht also hier nicht mehr den Arm einzusetzen, sonst ist der Ball viel zu lang. Trainiert es genauso in der Form wie letzte Woche. Fangt mit 10 Bällen an pro Schläger oder variiert durch, wie ihr möchtet. Macht euch Aufgaben, macht euch Spiele, macht ihr einen Fehler, beginnt wieder von vorne. Aber versucht immer wieder nur die 40 Meter zu treffen. Das heißt also, wir haben letzte Woche den 20-Meter-Korridor auf 2 Meter getroffen. Heute ist es der 40-Meter-Korridor auf 4 Meter. Und nächste Woche zeige ich euch dann den 60-Meter-Korridor mit 6 Metern. Also geht raus, versucht es so zu trainieren. Habt Spaß beim Üben. Genießt das Training. Auch bei dem Wetter ist das kein Problem, sich eine halbe Stunde auf die Range zu stellen und diese Form zu trainieren. Also viel Spaß beim Üben. Bis bald, euer Matthias.